Schönen guten Morgen und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Ideas Daily TV. Vergangenen Freitag, da sahen wir Gewinnmitnahmen beim deutschen Leitindex. Dieser schloss 0,6% tiefer, hielt sich aber über 12.200 Punkten. Und auf Wochensicht bleibt dennoch ein ordentliches Plus. Hier ging es um 1,5% nach oben für den DAX. Jetzt wollen wir auf den heutigen Handelstag vorausblicken, zusammen mit unserer Korrespondentin an der Börse Frankfurt, mit Franziska Schimke. Schönen guten Morgen, Franzi. Wie könnte der DAX denn heute in die neue Woche starten? Ja, die letzte Woche, wir haben es ja eben gehört, die war eigentlich unter dem Strich durchaus positiv. Wir hatten 3 Gewinntage und somit hat sich das Wochenplus auf 1,5% summiert. Nach wie vor ist es der Handelsstreit, der im Fokus steht zwischen USA und China. Und die große Frage ist natürlich, ist man da bereits in einer Sackgasse oder wird es wirklich noch Fortschritte geben? Auf der anderen Seite, Politik ist das, was diese Woche weiter bestimmen wird. Denn wir haben eben ja auch die Europawahl anstehen. IFO-Index, ansonsten noch so ein Stichwort innerhalb dieser Woche. Und da die Impulse jetzt erst einmal so ein bisschen mau sind, werden wir wohl zum Auftakt in der neuen Handelswoche erst mal wenig Bewegung beim deutschen Leitindex sehen. Wirft man einen Blick auf den Dow Jones, so war auf Wochensicht gesehen der Dow im negativen Bereich unterwegs mit 0,7%. Über lange Strecken am Freitag war er im positiven Bereich. Am Ende ist er dann aber doch schwächer aus dem Handel gegangen mit 0,4%. Auch in den USA natürlich das große Thema Handelskonflikt im Fokus. Und auch da stellt man sich natürlich die Frage, ob es tatsächlich Fortschritte gibt. Und an den asiatischen Märkten auch ein gemischtes Bild. Während der Nikkei moderat im positiven Bereich unterwegs ist, Hang Seng und Shanghai Composite leicht im negativen. Vielen Dank für den Überblick nach Frankfurt, Franziska. So, das war der Ausblick auf den heutigen Handelstag. Wir machen weiter mit der Marktidee. Die ist heute das Währungspaar Euro-US-Dollar. Dieses Währungspaar markierte im Februar 2018 ein Mehrjahreshoch bei 1,2555 $. Seitdem befindet es sich in einem intakten Abwärtstrend. Den bisherigen Tiefpunkt sah die Notierung am 26. April dieses Jahres bei 1,1111 $. An der dort befindlichen Unterstützungszone setzte eine mehrtägige Kurserholung ein. Am vergangenen Freitag, da rutschte der Kurs nun aber wieder unter die Erholungstrendlinie vom April-Tief. Was das jetzt alles bedeuten könnte, das erfahren Sie in einer ausführlichen Chartanalyse. Wie gewohnt gibt es die unter www.ideas-daily.de. Und wenn Sie mögen, sehen wir uns morgen mit Ideas Daily TV wieder. Bis dahin, auf Wiedersehen.